Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hinter mir seht ihr ein bisschen Holz. Und zwar ist das relativ viel Holz, sehr viel Fichtenholz. Das Holz hier liegt jetzt circa so ein Jahr in meiner Werkstatt, das ist jetzt auch gut trocken. Und genau, erst vor kurzem habe ich es auch hier an diesen Ort geräumt. In einem von den letzten Videos, das war eine Werkstatttour, habe ich euch gesagt, dass dort hinten ein Regal mich rausgeflogen ist. Und das Holz, was dort drin gelegen hat, liegt jetzt hier auf diesem Regal. Ich freue mich auch heute so sehr auf dieses Projekt, weil ich dann so ein bisschen meine neue Hobelmaschine auch benutzen kann. Freue ich mich mega drauf. Ich bin gespannt, wie es ist, damit an einem richtigen Projekt zu arbeiten. Ich werde jetzt mal ein paar Bretter aus dem Regal rausholen und werde dir da ein bisschen was zeigen. Das sieht nämlich total schön aus. Das sind Fichtenbretter. Aber das Besondere hier an diesen einzelnen Brettern ist, dass sie nicht aus dem Regal aus dem Baumarkt sind, sondern dass die aus dem Regal aus dem Großhandel sind und dann erstmal eine lange, lange Zeit auf dem Bau benutzt wurden. Dann haben sie eine lange Zeit relativ schlecht gelagert. Und dann haben sie eine relativ lange Zeit hier in meiner Werkstatt gelagert, gut gelagert, sodass man sie jetzt benutzen kann. Diese ganzen Schritte haben zur Folge, dass da ganz viele Farben in Holz drin sind, wie zum Beispiel Blaufäule, andere Fäulnisfarben, die ich jetzt nicht kenne. Auf jeden Fall ist das Holz ziemlich, ziemlich bunt. Das Holz hier ist aber nicht super ergiebig. Ihr seht das hier ganz gut, hier ist ein Pilz drauf. Das liegt daran, dass die ganzen Bretter wirklich dicht auf dicht draußen wirklich im Regen gelegen haben. Und das über, ich glaube, bald 2 Jahre, da ist auch viel Holz kaputt gegangen. Und da ist jetzt hier so ein Pilz zum Beispiel dazwischen. Solche Stücke werde ich jetzt auch rausschneiden. Also da wird eh relativ viel Verschnitt dabei sein. Das ist auch wirklich so ein schönes Projekt. Da reicht auch eigentlich so eine handschriftliche Zeichnung. Ich werde jetzt erstmal das ganze Holz vorbereiten für diese Kisten. Und damit geht's jetzt los. Ein Tag ist vergangen und ich habe mal ein paar Gedanken gemacht mit diesem Projekt. Aber als erstes werden wir jetzt mal hier diese Bretter ausspannen. Die automatische Zwinge. Normalerweise wäre jetzt der erste Schritt, die Bretter erstmal grob auftrennen, dass man sie ein bisschen schmäler bekommt und dann nochmal neu auf dicke hobeln. Das war so der Schritt, den ich die ganze Zeit gemacht habe, weil halt eben meine kleinere Hobelmaschine nicht so breit hobeln kann. Und das ist halt jetzt das Schöne hier an dieser Maschine, die spart mir halt extrem viel Zeit, weil es ist eigentlich ganz egal, wie breit die Bretter sind. Eigentlich habe ich immer noch 20 cm an Überschuss, was ich hier auf dicke hobeln kann. Und das ist einfach schön bei der Maschine. Deswegen werden wir die Bretter jetzt erstmal auf die gleiche Dicke hobeln. Mir ist mal aufgefallen, dass ich gar keine Späne richtig abgesaugt habe, weil der komplette Absaugstutzen hinten komplett voll war. Damit ihr es euch mal vorstellen könnt. Also das sind alles Eichenspäne und die habe ich beim letzten Mal gehobelt. Und das heißt, das hier war alles noch irgendwie in der Leitung drin. Das ist schon viel, ne? Das hat alles hier in der Haube drin gehangen. Ja, das ist abgefahren. Bei welchen Dimensionen wir hier langsam angekommen sind mit Maschinen. Da steht ja eigentlich eine größere Absauganlage, aber das ist leider doch noch zu viel Arbeit, dass man die ins Laufen bekommen kann. Deswegen werde ich die doch nicht mehr machen. Und das bedeutet, ich brauche eine größere Absauganlage. Und das bedeutet wiederum, dass ich eine größere Absauganlage gekauft habe. Ich zeige euch mal die ersten beiden Rohrstücke, die ich schon hier habe. Der Rest liegt nämlich noch im Anhänger. Schaut euch mal diesen Abzweig hier an. Ist das nicht cool? Das ist so toll. Ganz viele Schellen, noch ein Abzweig,
Da wird dann auch alles aus Metall sein, denn ich habe irgendwo mal mich im Netz schlau gelesen, bis 2,2 kW sagt man immer noch, dass man keine KG-Rohre benutzen sollte, aber über 2,2 kW sollte man definitiv keine benutzen. Mir war klar, dass da war nur ein Provisorium, deswegen habe ich die Absaugverrohrung nicht länger gemacht. Das sind nur wirklich ein paar Meter. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier schöne Paneelen und die werden wir jetzt erstmal grob schleifen und dann werden wir sie mal auf die Breite schneiden, wie wir sie brauchen und können dann quasi anfangen, unsere Kiste mal zu bauen. Ich finde es echt immer wieder schön, wie das Holz aussieht, nachdem man es einmal grob mit dem Langbandschleifer geschliffen hat. Das ist total schön. Gefällt mir wirklich super, super gut. Nichtsdestotrotz werden wir das Holz hier doch nicht für das komplette Projekt benutzen. Ich werde euch gleich ein paar Worte sagen, warum ich mich jetzt so ein bisschen umentschieden habe. Aber davor werden wir erstmal alles an der Tischkreissäge auf die Breite zuschneiden. Ich bin so froh, wenn ich die neue Absauganlage angeklemmt habe. Dann werde ich nämlich auch die Langbandschleife an den Staubsauger klemmen. Weil das ist, glaube ich, nicht so gut. Also das ganze Holz ist jetzt mal vorbereitet und es ist immer wieder abgefahren zu sehen, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so ein Brett herzustellen. Ganz, ganz abgefahren. Ich werde jetzt hier diese einzelnen Gärungen einfach verleimen und das Spannende ist eigentlich erst danach, denn da werde ich euch halt eben zeigen, wie ich mir hier die Verstrebungen in die Kanten reinmachen werde, damit die Kiste auch stabil wird. Das wird spannend. Das hier ist jetzt nicht so spannend. Und so sieht dann auch eine fertige Kiste schon direkt aus. Weil wir hier Stirnholz auf Stirnholz verleimt haben, hält das Ganze natürlich nicht ganz so gut. Und deswegen müssen wir da irgendeine Art der Stabilisierung reinbringen. Nur mal so als Tipp, Holzdübel würden hier auch schon ganz gut funktionieren und würden garantiert schön aussehen. Ich werde heute aber solche Zapfen hier rein fräsen. Werde dafür aber nicht die Tischkreissäge benutzen. Ich habe eine andere Maschine, da muss man ein bisschen langsamer machen. Aber da kann ich mir das jetzt halt eben ersparen, mir eine Vorrichtung zu bauen. Denn wir gehen jetzt an die, wie heißt das Teil noch? Langlochbohrmaschine. Da gehen wir jetzt hin. Meine Langlochbohrmaschine habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier einmal so ein kleines Rechteck ausgeschnitten. Da kann ich meine Kiste dann reinhalten. Was halt ganz wichtig ist, ist, dass wir hier schön langsam machen. Denn die Drehzahl ist eigentlich nicht ausreichend für diesen Durchmesser an Fräser, damit wir eine schöne Oberfläche haben. Wir haben jetzt 5 fertige, schöne Holzkisten. Das unterschätzt man wirklich, wie viel Arbeit das wirklich ist, hier dieses Plattenmaterial erstmal herzustellen und dann halt auch die fertige Kiste.
denn das Rohmaterial, was wir hier benutzt haben, ist halt relativ schlecht gewesen. Da war so viel Schundholz dabei. Wie gesagt, da waren so viele Bretter, die habe ich abgerichtet und haben dann erst später gesehen, okay, das ist doch nicht gut. Hier das als Beispiel. Sieht eigentlich hier oben ganz gut aus, aber das Problem ist halt auch dadurch, dass das ja halt günstigeres Material ist. Das heißt, das sind oft die kleineren Stämme oder die Schwadenstücke. Da steht die Maserung wirklich sehr, sehr flach. Das kann man auch hier ein bisschen erkennen. Die steht wirklich sehr, sehr flach. Und das hat halt eben zur Folge, dass dann teilweise so ein bisschen das Holz nicht mehr richtig zusammenhält. Hier sieht man es gut. Und wenn ihr das hier im Material drin habt, das ist super, super ärgerlich. Wenn ihr da dann am Schluss mit dem Finish drüber geht oder, könnt ihr euch schnell einen Splitter reinhauen. Und ihr könnt es halt eigentlich nicht mehr wirklich flicken, weil es halt wirklich eine große Fläche, dann ist die halt dann, ja, unschön ist. Das und hier dieses Brett. Sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus, aber hier sehen wir so ein paar, ja, so ein paar Bissspuren von einem Holzwurm. Und das heißt halt, dass dieses komplette Stück mehr schlecht als recht ist. Und ich habe so viel klein geschnitten, das glaubt man mal gar nicht. Das hat halt eben zur Folge, dass ich die Rahmenstücke, wir müssen ja auch noch einen Korpus irgendwie bauen, wo das Ganze schön drin steht, dass ich das halt eben aus anderem Holz machen werde. Und vor allen Dingen werden wir da auch nochmal die Langlochbohrmaschine benutzen. Es ist einfach ein bisschen schöner, die Massivholzverbindung halt eben so herzustellen. Nichtsdestotrotz ist das hier immer noch sehr, sehr schön. Es ist einfaches Fichtenholz, aber durch diese Verfärbung hier finde ich halt eben, dass das super, super schön aussieht. Yes. Jetzt werden wir wieder ein bisschen Massivholz vorbereiten, wahrscheinlich Eichen- oder Buchenholz, und werden daraus uns irgendwie eine Art von Gestell bauen. Aber als erstes müssen wir mal wieder die Hobelmaschinen anschmeißen, weil ich habe jetzt noch eine zweite. Jetzt müssen wir noch einmal ein paar Langlöcher bohren und dann können wir mal den ersten groben Zusammenbau machen. Also ganz, ganz grob, natürlich. Kleine Info, gerade war ein Kollege da, dem habe ich ein paar Eichenbohlen runtergehobelt, die waren echt toll. Genau, schaut euch das mal an. Ein paar Eichenbohlen runtergehobelt und der Sack ist schon wieder voll. Das ist gerade bei den Spänen mal interessant zu sehen, wo das Ganze anfängt. Das hier ist von dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und das hier sind so ein paar dreckige Bohlen gewesen und dann noch ein bisschen was oben drüber liegt. Also ist schon ein bisschen was. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal noch an unserem Projekt weiterarbeiten. Und da zeige ich da mal, wie gut jetzt alles zusammenpasst. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Trockenverbindung, um zu schauen, wie gut das Ganze funktioniert hat. Ja. Also das hier sind einmal unsere Seitenstützen. Ich habe es jetzt auch noch nicht zusammengesteckt, deswegen bin ich selber mal gespannt, wie gut es funktioniert hat.
Und das hier sind unsere anderen Verbinder. Übrigens, ich habe jetzt angefangen, hier diese Dominos, so nenne ich jetzt einfach mal, einfach nur viereckig zu lassen. Es geht ja darum, dass die Leimfläche, dass die gut hält. Und da sollte es eigentlich okay sein, wenn man es so macht. Als erstes diese Seite. Das steht schon mal und jetzt können noch hier diese Teile einfach mal reingesteckt werden. Und spätestens an diesem Punkt bin ich jetzt auch echt happy, dass ich das hier aus Eichenholz, also aus Hartholz gemacht habe. Denn wenn ich das jetzt aus Fichtenholz gemacht hätte, was eh schon nicht mehr so gut ist, dann hätte ich das jetzt zweimal zusammengesteckt und dann würde es gar nicht mehr wirklich halten. Also das hier, das hält jetzt ohne Holzleim schon relativ gut, also es wirkt schon sehr stabil. Und das macht dann einfach ein bisschen mehr Spaß. Jetzt müssen noch diese Kiste drin, ne? Das wäre ganz praktisch. Ich will aber als erstes was hobeln, deswegen hobeln wir jetzt als erstes noch mit dieser wunderschönen Hobelmaschine das Topbrett, so nenne ich es mal. So schnell kann es gehen. Ein schönes kleines Brett. Ich sehe gerade, es ist relativ kurz zum Hobeln, wir werden es aber einfach mal ausprobieren. Warum sage ich zu kurz? Die große Hobelmaschine ist ja größer und das alles ein bisschen größer dimensioniert. Ich sehe gerade, ich glaube, das geht wirklich nicht, ne? Mal gucken mal was. Hier einmal, zack, die Absaugung lösen. Und dann hier das Teil einmal hochklappen. Und jetzt messen wir mal, wie lang das Brett mindestens sein muss. 35 in etwa. Also das ist das absolute Minimum, ne? Ja, das müsste aber gehen. Eigentlich ist das hier ein bisschen kurz. Ich werde es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Ich habe die Maschine ja noch nicht so lange, dann muss ich einfach ausprobieren, welche Mindestlänge ich hier halt eben einfach habe. Und das Schlimmste, was halt eben ist, dass sich irgendwas verkeilt und dass es halt eben scheppert. Was man hier halt auf jeden Fall jetzt beachten muss, definitiv, dass man sich nicht vorne dran stellt. Ich weiß, man sollte sowieso sich nicht davor stellen, aber jetzt hier schon zweimal nicht. Und vor allem sollte man nicht drunter schauen und hier halt jetzt vor allen Dingen schon dreimal nicht drunter schauen. Mal probieren es mal aus. Also schaut euch das mal an. Das ist jetzt noch nittemals geschliffen und das ist so, so toll. Also ich bin echt sehr glücklich mit meiner Maschine. Als nächstes muss ich hier diese Leisten festschrauben, die wir eben hergestellt haben. Und das sieht eigentlich komplizierter aus, als es ist. Ich habe einmal den Abstand gemessen, den die einzelnen Leisten haben müssen. Habe die erste Leiste halt 90 Grad festgeschraubt. Und jetzt kann ich einfach hier mein Abstandstück dazwischen legen, kann hier mein Holz anlegen. Ich habe hier einmal eine Markierung, die einfach mir angibt, wie weit das Stück von dieser Kante hier nach vorne rausreichen muss. Habe den gleichen Strich auch wieder hier auf dem Winkel. Und jetzt kann ich das hier bündig zusammenhalten. Und das kann ich jetzt halt eben direkt verschrauben. Jetzt soll ich mal schauen, dass das Ganze auch rechtwinklig ist. Grob zusammengebaut ist es ja jetzt schon, aber Leim ist da jetzt noch nicht im Spiel. Das kommt jetzt gleich, denn jetzt werde ich nochmal alles auseinanderbauen und dann kann ich erstmal alles wieder schleifen. Das seht ihr im Schnellraffer, für mich ist das jetzt wieder ein bisschen Arbeit und dann sind wir gleich wieder dabei, wenn wir das dann fertig zusammenbauen. Das Grundgestell ist tatsächlich komplett fertig, bis auf eine Kleinigkeit. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass ich der Einfachheit halber hier oben das Ganze verschraubt habe. Finde ich vollkommen okay. Die Stabilität ist so halt eben super gut. Mit Holzdübel wird es jetzt noch mal ein bisschen länger dauern. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier oben diese Schraubenlöcher so verdecken, dass ich da so schwarzes Zeug wieder reindrücke. Zeige ich da jetzt mal. Dazu nehme ich mir hier diese überteuerten schwarzen Sticks. Das ist eigentlich für Risse auszufüllen.
Boah, viel zu viel. Und das kann ich jetzt hier halt eben reindrücken. Ich habe das extra so ein bisschen vertieft gebohrt mit dem Forstenbohrer vorher. Denn sonst hält das bei so schmalen Stücken nicht so gut. Den Überschuss kann ich jetzt nämlich wegschneiden. Oh, das sieht doch cool aus. Ich finde das richtig cool. Alles ist fertig, bis auf die Oberfläche. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Dazu benutze ich mein eigenes Finish, das Konterholz Holzfinish. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Hier noch so eine kleine Info. Meine Website ist komplett neu aufgebaut, deswegen würde ich mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und wenn dir was auffällt, was dir noch nicht so ganz gefällt, dann habe ich auf der Startseite relativ weit unten auch so ein kleines Kontaktformular. Da kannst du mal das kurz schreiben. Denn wenn ihr mir sagt, was euch besser gefallen würde, gefällt es mir auch am Schluss besser. Ich bin der Einzige wahrscheinlich, der so viel nachdenken muss, für einen Satz zu sprechen. Ist das nicht toll? Ist das so abgefahren? Das sind halt auch einfach solche Baudielen. Und so sehen sie jetzt aus. Es gefällt mir total gut. Wisst ihr, was ich jedes Mal so witzig finde, wenn ich hier sowas fertig mache? Ich nehme das letzte Bauteil, wo ich dann weiß, wenn ich das da jetzt reinstelle, bin ich offiziell fertig. Ich muss es nur noch mit in die Wohnung nehmen, hinstellen und dann habe ich ein neues Möbel. Dann nehme ich meistens so das Teil, stelle das da rein und ich bin so happy, dass ich es dann halt doch fertig gemacht habe. Ich habe immer so ein paar Punkte, wo ich dann merke, so, super ätzend das Projekt und es ist noch so viel Arbeit. Aber wenn ich dann so fertig bin, dann stelle ich mich meistens wirklich genauso wie hier davor und gucke mir es einfach mal an und denke mal, cool. Es ist nicht aus dem IKEA und das ist schon mal der erste Pluspunkt. Und es sieht auch nicht aus wie aus dem IKEA. Ich bin immer super happy, wenn ich mit so einem Projekt fertig bin und jedes Mal habe ich am Schluss dann so ein kleines Fazit für mich, was ich vielleicht anders machen würde. Ich finde es trotzdem schön, aber ich würde es halt eben anders machen beim nächsten Mal. Das sind in dem Fall sind das zwei Punkte. Und zwar würde ich zunächst hier diese Führungsleisten, die würde ich einleimen, dass ich sie halt nicht verschrauben muss. Das wäre ein bisschen mehr Arbeit, aber es wäre ein bisschen genauer. Wenn man sich das nämlich jetzt anschaut, sieht man, dass die Kisten nicht komplett bündig aufstehen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich die Führungsleisten an sich nicht rund geschliffen hätte. Ich finde, die komplette Optik ist ja eckig, da ist kein rundes Bauteil dabei. Und deswegen fände ich es hier eigentlich passender, wenn man die Teile doch eckig gelassen hätte. Also wenn ich die Teile eckig gelassen hätte. Das sind immer so ein paar Punkte, die ich eigentlich mit am coolsten finde an so einem Projekt. Okay, beim nächsten Mal weiß ich das besser. Das ist immer so dieser Aha-Moment, den man sich halt nicht vorstellen kann, sondern erleben muss. Wenn man es mal so ganz dramatisch ausdrücken will. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie dir dieses Möbelstück hier gefällt, ob du mal was Ähnliches gesehen hast. Also ich habe sowas, glaube ich, mal in einem YouTube-Video, was super, super alt ist, vor längerem gesehen. Und ansonsten ein ähnliches Möbel in irgendeinem Möbelhaus habe ich tatsächlich auch so noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich verlinke dir so ein paar Dinge in der Videobeschreibung. Auf der Seite, auf der Seite verlinke ich dir jetzt noch zwei weitere Videos. Ich verlinke dir mal speziell das obere Bauteil, das obere Video. Dazu gibt es auch einen kostenlosen Bauplan auf meiner Webseite. Das ist von der Technik, von der Aufmachung her ähnlich. Aber vielleicht willst du das dann nachbauen. Wie gesagt, da gibt es einen Bauplan dazu. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das nachzumachen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du auch bei dem nächsten Video wieder einschaltest. Also würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Yes! Schön, dass du lange dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!